gewinnen. Rennesiege aus Schweden gegen Piotr Sekuczynski, den wir hier im Bild sehen. Da ist Rennesiege, weiße Hose, blauer Kopfschutz. Piotr Sekuczynski in Schwarz. Ring frei, Runde 1. Die erste Runde im 6 Runden Freiheit, Gleichgewicht 60 Kilogramm. Ja, leider haben wir zurzeit aber große Probleme aufgrund des Golfkrieges. Piotr Sekuczynski, Dennis Sigur. Den dringenden Rat nicht zu verreisen ins Ausland. Und darüber hinaus ist natürlich Santi Wilson auch Beamter, City Marshal in Dallas, Texas. Und dort hat Dienststellen ganz einfach verboten zu verreisen. Aber wir wollen diesen Kampf natürlich nachholen. Und bei der nächsten Veranstaltung wird dann Santi Wilson gegen. Vielleicht gegen Chayev oder gegen einen anderen Gegner antreten und dann demnächst in die Welt kommen, wenn er gewinnen soll. Der Sieger aus diesem Kampf, hat er ein direktes Anrecht auf den Titelkampf? Oder? Ja, er hat. Sofern sich dafür ein Veranstalter findet, ist er der nächste Herausforderer für den Rennen. Ja, das ist der Sieger aus dem Kampf Kurasowitschke. Den wir und Sie, meine Damen und Herren, noch mit Spannung erwarten. Ja, man kann sagen, dass hier zwei sehr gegensätzlich kämpfen werden, Fighter aufeinandertreffen. Sigo ist bekannt als ein sehr harter Fighter, der auch viele Boxkämpfe und viele Thai-Boxkämpfe bestritten hat. Und Sekuczynski kommt aus dem Semikontaktlager. Das heißt, er ist ein guter Techniker, versucht seinen Gegner auszupunkten und auf Distanz zu halten. Dennis Sigur aus Schweden, in Helsingborg, das liegt nur bei Malmö, zu Hause, 26 Jahre alt, 1,76 Meter groß, 29 Siege, davon 13 durch K.O., 8 Niederlagen, Vize-Weltmeister 1989, der Baku, schwedischer Meister, skandinavischer Meister, Ex-Europameister im Thai-Boxen, eine beachtliche Liste von Erfolgen, die er vorweisen kann. Sekuczynski kommt aus Warschau, 24 Jahre alt, etwas kleiner als Siegel, 1,71 Meter, Hauptberufsstudent. Bisher 15 Siege zu verbuchen, 3 Niederlagen und ist seit wir beginnen mit dem Kämpfer der Roten Ecke, Piotr Sekuczynski aus Warschau. Ja, so hinaus ist viele Kontakte, ich habe für den ganzen Rekord nicht aufgeführt, Weltmeister gewesen, zweimal 1985 und 15 Siege, 3 Niederlagen. Titel polnischer Meister 84 bis 90, Cheftrainer in der Rolle Bremerstam Salita. In den Vollkontakt, da hat er die 7-Kontakt-Karriere beendet. Na, er hat sie nicht beendet, er ist nach wie vor im 7-Kontakt tätig, aber er legt halt hier einen Schwerpunkt jetzt auf das Vollkontakt. Und hat da auch schon einen großen Erfolg gehabt, also nämlich André Sabatier, das ist der amtierende Fliegengewichtsweltmeister der WKA. In Ringfreiheit zur zweiten Runde. Was sie natürlich sozusagen in die obersten Weltranglisten tauchen. Ja, er ist sofort bei der ISKA zum Beispiel auf Platz Nummer 6, bei PKO auf Platz Nummer 9. Und er wird sogar von der unabhängigen Kickstarter-Rangliste, die unabhängig von den Verbänden eine Rangliste aufstellt, auch ganz vorne geführt. Dort ist er nämlich auch schon auf Platz 9. Dennis Sigur ist dort auf Platz 8. Also beide so in der Welt ungefähr an gleicher Stelle anzusiedeln. Über 6 Runden geht dieser Kampf. Und bisher gestalten beide Kämpfe ihn etwas vorsichtiger. Auch zu Beginn der zweiten Runde noch. Keiner der beiden will hier dem anderen die Gelegenheit geben, durch einen frühzeitigen Wirkungstreffer das Heft an sich reißen zu können. Ja, der gute Rechte jetzt von Sekuczynski. Schön gekontert. Der Pole. Auch jetzt hier Körper. Wieder blitzschnell rein und raus. Das ist auch die einzige Taktik, die man gegen Dennis Sigur bestehen kann, wenn man sich mit ihm auf einen Schlagabtausch
einlässt, insbesondere auf der Halbdistanz, wo er mit seinen ungemein starken Halbkreisfußstößen, die er sie gerade eben versucht hat einzusetzen, sehr destruktiv, auch selbst wenn er eine Deckung trifft, arbeiten kann. Ja, rein körperlich gesehen liegen Vorteile ganz klar in Schweden. Ja, auf jeden Fall. Wirkt massiger, muskulöser. Der Pole wendig, schnell. Aber nicht unbedingt der K.O.-Gewinner. Nein, sicherlich nicht. Aber beide sind trotzdem sehr gefährlich. Ende der zweiten Runde. Nicht so wie jetzt in der abpassenden Phase. In der Blaubecke wird das sehr viel mit Kombination arbeiten. Aus Helsingborg ist 26 Jahre alt, 1,76 Meter. Klar vorzubereiten. Dazu gab es keine Art von Start. Treffer abgezeigt. Vize-Weltmeister 89, WHKO, schwedischer Meister. Skandinavien war es Ex-Doppelmeister in Thai-Boxen aus dem Jahr 2018, Dennis Chiu. Einer von beiden oder beide. Ein bisschen mehr tun, um diesen Kampf zu gewinnen oder an sich zu reißen. Ich bin mir sicher, dass jetzt in der dritten Runde das Tempo sich doch verschärfen wird. Also an Konditionsschwäche dürfte es eigentlich bei keinem der beiden Athleten liegen, beide können. Sonst sind wir gewesen, 8 oder 10 Runden. Von 6 Runden müssen wir beide im Klack sein. Dritte Runde im Challenge Cup. Im Leichtgewicht. Sporthalle Charlottenburg im Leichtgewicht bis 60 Kilo. Das sind diese harten Roundhouse-Kicks von Sie, die, auch wenn sie mal auf die Deckung treffen, natürlich ihre Wirkung nicht verfehlen. Ja, aber die aber auch trotzdem keine Punkte erzielen. Ja, doch sicher Punkte erzielen. Aber die Wirkung ist immer noch wichtiger als die Punkte, die gesammelt werden. Das ist eine Amateurboxen. Man kann das natürlich auch aus keinem eigentlichen Punkt erzielen. Beide Punkte, die nicht unbedingt Vorteile herauslesen. Oh, eine schöne Rechte. Sigurdzinski scheint ein wenig angeschlagen zu sein. Oder? Sigurd setzt nach. Ist hier eigentlich alles versammelt, was Rang und Namen hat. Georg Brückner? Ja, Georg Brückner ist sicherlich überall dabei, wo es gute Kämpfe zu sehen gibt. Aber auch die ganzen Delegationen aus Russland, die heute Mittag da waren, der ganze polnische Delegation, die sind alle hier und lassen sich das natürlich nicht entgehen. Ja, und ein Ex-Weltmeister, einer der wenigen Ex-Weltmeister des Boxen, ist ebenfalls zu Gast. Ja. Aus Berlin. Rocky.
Floro Stigiani ist da natürlich. Ich glaube, in Berlin nennt man nicht anders als Rocky. Ja, aber wenn ich noch Kratze oder Grace. Also hier wieder. Obwohl ich Grace ja nicht unbedingt passend finde. Na, ja, und von graziös. So ein bisschen an Grace Carey. Ja, das soll's ja. Jetzt dominieren, ne? Marschiert, der drängt den Polen in die Defensive. Sigurdschinski nicht die Kraft in seinen Vorstößen zu haben, um mir selbst bei solchen Vortreffern Bewegungen ziehen zu können. Ja, ein kräftiger Schwede kann natürlich auch einiges wegstecken. Ja, ohne Frage. Ich glaube, diesen Mann muss man schon ziemlich hart treffen, um eine sichtbare Wirkung zu erzielen. Probleme jetzt mit technischer Natur. Ja, die Fußschütze haben sich gelöst von Sigurd. Muss man mal einen Tesafilm oder Leukoplast nehmen, um das wieder zu beheben. Beide Kämpfer sehr zurückhaltend, vielleicht ein wenig enttäuschend, aber beide sind würde ich nicht mal behaupten, vorsichtig sind beide. Ja, sicher, das meinte ich dann. Aber beide sind natürlich Profis, beide wissen, dass es jetzt in die letzten beiden Runden geht nach dieser und was sie jetzt zeigen müssen. Wer sich entscheiden will und kann natürlich. Ende der vierten Runde, zwei Runden stehen noch aus. Nach wie vor ausgeglichen. Der Kampf vielleicht minimale Vorteile für Ende des vierten Durchgangs. Siegel. Am kommenden Samstag, 16 Uhr, Finale Deutschlandliga der Box-Bundesliga. Boxring TSC Berlin gegen den SC Schwerin, die beste Clubstaffel Europas. Es lohnt sich ein Besuch hier in die Saale. Ladet Sie alle herzlich ein, bringen Sie genau einen mit, dann sind wir ausverkauft. Danke. Dürfen wir natürlich gespannt sein, wer von beiden Kämpfern als Erster aus der Reserve rauskommt. Oder ob natürlich beide weiterhin versuchen, ringfrei zur fünften Runde so zu kämpfen wie bislang. Beide Kämpfer wirken durchaus noch fit. Ein Konditioneller, wie du eben schon gesagt hast, Michael, dürfte einen 6-Runden-Kampf beiden kaum etwas ausmachen. Fight! Yoshiata! Yoshiata! Ja, die ersten etwas lauteren Anfangsrufe aus der polnischen Ecke kommen. Sie wissen natürlich, dass Sigurdschinski jetzt was tun muss, dass er kommen muss, dass er offensiver werden muss. Oh, das war ein schönes Wissen. Harter Treffer. Nimmt das Ohr. Und Sigurdschinski. Da, ja, wir
wird ja erwarnt, er muss mehr kicken, muss er kickboxen, ansonsten läuft er noch mal hier Minuspunkte zu bekommen. Da, da, was hast du denn auf den Kopf? Lauf nach, schließ dich, lauf, warum tust du doch? Ist er ja ein guter Fußgänger, Sigurd Schinski. Fight! Fehlt vielleicht auf die Kraft schon. Da, Attacko, zeig dir! Ja, er sucht seine Chance jetzt ganz klar mehr auf den Boxen. Stopp! Schigotin hat die Flamme, Doktor! Schigotin hat die Flamme! Doktor, da! Schigotin hat die Flamme! Schigotin hat die Flamme! Stopp! Schön gekommen! Hoi! Schigotin hat die Flamme! Gib Flamme! Flamme! Sehr, da! Stopp! Fight! Hoi, Zucker! Bauch durch! Da! Lenny Brave! Der! Ja, besonders zu Herz fand er sich die Mahnung des Schiedsrichters nicht genommen. Nein, aber Ende dieser Runde mit Boxen verbracht. Seine Kicks kommen wohl auch hauptsächlich aus dem Semikontakt und sind natürlich auch nicht so hart wie die des Schweden. Und da verzichtet er wahrscheinlich größtenteils auf diese Kicks. Der Fahrer eines amerikanischen Cockney mit den Berliner Kennzeichen. Bertha-Heinrich-13. Bertha-Heinrich-13 wird dringend zu seinem Fahrzeug gebeten. Beide Kämpfer körperlich. So, meine Damen und Herren, es geht jetzt in die letzte Runde zwischen Igor Chinsky und Dennis Sigrid. Vielleicht können wir beide noch ein bisschen anpowern. Ring frei zur sechsten und letzten Runde. Bitte. Die beiden müssen jetzt doch noch einen Gang zulegen in der letzten Runde. Mit Sicherheit hier in diesem Kampf die entscheidende Runde. Die letzte Runde. Vielleicht zeigen sie uns noch ein paar guten Schlägen, die können. Das ist mit Sicherheit auch das Publikum. Bob, du! Bob, du! Bob, Josef! Ja, jetzt kommt Sigurd Chinsky ein bisschen auf die Seite. Der Sieger der Runde wird wahrscheinlich den Kampf gewinnen. So wird es aussehen. Piotr Sigurdzinski. Ja, Sigurdzinski, einstimmiger Sieger nach vorne, auch dafür
wesentlich mehr Physik hingebracht und mit denen auch besser geworden. Und das muss ich natürlich auch ein wenig auf den Punktrichterzettel niederschlagen. Ja, die Punktrichterzettel werden jetzt nochmal überprüft. Dann das Ergebnis bestätigt. Tut mir leid, Herr Björn, sorry. Sigurczynski also doch nicht der Gewinner. Dennis Siegel nicht unverdient, aber wie schon gesagt, ein Unentschieden wäre mit Sicherheit das gerechteste Ergebnis gewesen in diesem Kampf.